Ja, Leute, man weiß nicht, ob es ein Aprilscherz ist oder nicht, aber es ist schon sehr krass, dass im Prinzip den gesamten Winter hier im Ruhrgebiet, ja, bis auf die Flocken, Ende November, zwischendurch mal am, noch nicht mal am ersten Weihnachtsfeiertag, ja, ein paar Flocken irgendwann im Dezember, vielleicht, oder nee, es war sogar im Januar, mein Gott, das war so wenig, dass man sich kaum daran erinnert, ja. Nichts wirklich gekommen ist und jetzt am 1. April, wo wir jetzt also schon wirklich hundertprozentig im Frühling sind, ne? Wir sind ja schon hinter der Tag- und Nachtgleiche, gibt es jetzt das erste richtige Schneeereignis hier in Herne des Winters 21, 22, beziehungsweise des Winterhalbjahres 21, 22, muss man ja schon dazu sagen, denn der April ist ja ein voller Frühlingsmonat, ja. Auch wenn er offensichtlich macht, was er will. Ja, muss man ganz klar dazu sagen. Und es ist so ein bisschen ähnlich wie letztes Jahr. Da gab es auch nochmal ein richtig heftiges Schneeereignis mit einer Schneedecke im April im Ruhrgebiet, was ich, seitdem ich auf der Welt bin, so noch nicht gesehen habe und viele andere auch nicht. Also Schneefall im April ist jetzt nichts Besonderes, aber dass der Schnee liegen bleibt und sei es ja auch nur vielleicht ein Zentimeterchen, wenn überhaupt aktuell, aber es schneit ja noch weiter und es soll noch heute Nacht was kommen, ist schon sehr erstaunlich. Also so eine heftige Schneedecke, vor allen Dingen nach der Vorgeschichte, wie der gesamte Winter gelaufen ist, ist schon echt heftig. Aber ich will euch das wieder zeigen. Also heute ist der 1.4.2022 und hier in Herne schneit es halt aktuell eigentlich schon den ganzen Tag, aber jetzt bildet sich eben, wie gesagt, auch gegen, ja, so circa 17 Uhr müsste es jetzt, glaube sein, eine Schneedecke aus und ja, finde ich schon bemerkenswert auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, wie dick die ist heute Nacht, beziehungsweise ob die heute Nacht noch bestehen bleibt. Denn eins muss man bedenken, sollte es nicht aufklaren heute Nacht, dann wird sich nicht viel in Richtung Temperaturen tun. Die hatten zwar heute gesagt, 3 Grad Höchsttemperatur, es war aber wirklich den ganzen Tag über nur genau 0 Grad warm, heiß, kalt, wie auch immer gewesen. Ja, und der Schnee ist erst nicht liegen geblieben, weil die Böden natürlich viel zu nass waren, weil dann auch die Sonnenstrahlen jetzt natürlich im April schon auf jeden Fall eine Rolle spielen, logischerweise. Und ja, wenn die Intensität des Schneefalls dann nicht da ist, dann bleibt halt bei 0 Grad im April halt nichts liegen. Aber jetzt ist die Intensität heftiger gewesen. Es hat sich vorhin was ausgebildet und jetzt ist es schon wieder leicht abgeschwächt, aber konstant. Und ich bin gespannt, was dann da in den nächsten Stunden halt so noch kommt. Ja, das also wie gesagt dazu. Ja, bis dahin erstmal.